Ein wunderschönes Hallöchen, wie ich mache eine neue Aufnahmesession in Yange. So dass wir wenigstens das Feld ja noch fertig bekommen. Aber wir können ja schon mal zwischenzeitlich. Ne, machen wir nicht. Zwischenzeitlich nochmal eine Runde Eisenbahn fahren und daher fahren wir jetzt mit der Eisenbahn Richtung Hof in der Hoffnung, dass wir hier. Ach, wir wollten mal kurz warten. Noch ein Momentchen warten, bis unser Cosplay-Fahrer kommt, aber der ist gerade. Ja, wo ist er denn? Und da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ach, jetzt fährt er noch unseren Raps weg. Ja, mal die Karte nochmal klein und machen das Feld nochmal zu. Aber wir können ja noch mal warten und den hier auch zeitnah wegfahren. In Hoffnung, dass er mal zeitnah fertig wird. Aber unsere Seemaschine für das Zuckerrohr macht auch sein Ding, danke hin. So, dann haben wir nämlich alle in Bereitschaft. So, er kommt jetzt am Hafen an. Dann werden wir uns jetzt noch gucken, ob der richtig fährt. Ab. Alle Einstellungen erreicht. So, jetzt schmeißt er die Fuhr runter. Und das nächste Geld kommt, aber wir müssten ja theoretisch mit dem Kredit schon mal durch sein. Da gucken wir gleich nochmal durch. Wir haben hier gerade mal eine Stunde schon gespielt. Noch keine Tiere und der Kredit ist bezahlt. Und es kamen gerade 9000 für einen Raps. Das geht doch schon mal. Aber jetzt warten wir noch die innere Bahn. Dann machen wir hier einfach raus. Machen wir das schnell mit der Hand. Die letzte Bahn hier, so dass wir wenigstens hier noch was geschafft kriegen. Und noch was erreicht haben. Wenn wir jetzt die letzte Bahn noch fertig machen und dann können wir ja auch zeitnah. Zeitnah anfangen mit zu gruppern, innen hoffen, dass unsere Seemaschine endlich mal fertig wird. Für auch wie ist es? Zuckerrohr. So, raus hier rum und weg mit dir, denn wir haben dich jetzt endlich fertig. Dann fahren wir jetzt erstmal Richtung Hof. Und warten eigentlich bloß noch, bis die Seemaschine fertig wird. Theoretisch könnten wir auch das Stroh abfahren, aber dazu fehlt uns noch das Taschengeld, was wir leider noch nicht haben. Aber wir werden zeitnah, wenn wir hier den hier fertig haben und endlich mal das Zuckerrohr fertig haben. Fertig haben sollten. Da mal Zuckerrohr fertig machen. Aber wir müssen uns erstmal sputen. Denn unser Helfer müsste auch bald wieder da sein. Aber wir werden uns jetzt einmal unseren Krupper schnappen. So, hier anhalten. Und den Krupper schnappen. Dass wir hier wenigstens noch ein bisschen die Bodenwertung machen können. So, aber das Radgut haben wir auch schon gefunden. Aber ich will mal hoffen, dass endlich mal zeitnah unser Abfahrer kommt. Beziehungsweise ja, der Abfahrer. Aber so wie es aussieht, werden wir jetzt die Zeit hochnehmen. Das wäre jetzt das Sinnvollste. Dass wir hier wenigstens den Boden schönzeitlich bearbeiten können. Aber hier es auch weiter wächst mit unserem Zuckerrohr. Da werden wir jetzt erstmal den Zug wegfahren. In der Hoffnung, dass unser Abfahrer jetzt nicht kommt. Der kommt gerade.
Das passt doch. Und dann müsst ihr uns gleich an uns vorbeirauschen. Und da habt ihr auch angeflogen. Unseren Zug müssten wir auch langsam mal fertig machen, so dass wir hier beladen können. Aber uns läuft das Geld schon mal aus der Tasche. Was für ein Wunder. Das müsste man langsam mal anhalten. Aber wir müssten uns langsam mal darum kümmern, dass wir hier den Abfahrer herkriegen. Immer seinen Runden dreht. Dass wir mal einen Zug abfahren können. Aber wir werden zeitnah hier anhalten. Den Helfer schon mal rüberfahren. Denn wir brauchen ja demnächst hier noch ein bisschen Platz. Bisschen Platz brauchen wir immer. Heißt, düdeln wir erstmal mit unserem Droscher hier rüber und werden zeitnah hoffentlich zeitnah mal in die Ernte gehen können. Aber da kommt unser Abfahrer, den müssen wir gleich nochmal einen neuen Befehl geben, dass uns die nächste Fuhre wegfährt. Und dann wollen wir uns zeitnah darum kümmern, dass wir hier ein bisschen uns vergrößern. So, da kommt unser Abfahrerchen. Aber theoretisch müssen wir uns langsam mal uns vergrößern, und zwar per neuen Hänger, einen zweiten Hänger. Ja, denke mal, das ist das Sinnvollste. Denn wir mal anfangen mit Abfahrer entlassen. Mal gucken, was wir hier haben. Das Silo ist leer, das weiß ich. Gerste, Raps haben wir noch drei. Und es Abfahrer einstellen und sofort abfahren. Dann macht er nämlich jetzt seine Runde. Hoffentlich seine Runde los. Mal schauen, ob er jetzt wirklich seinen Triggerpunkt erreicht. Aber da werden wir jetzt weitersehen. Er macht seine Ehrenrunde. Da werden wir jetzt also nochmal einen Abfahrer entlassen müssen, weil der braucht halt seine Runden nicht zu drehen. Aber wir können das schon mal umstellen auf Gerste hier unten. Und Abfahrer einstellen. Und lassen ihn jetzt verfahren. So. Aber wir müssten uns jetzt mal darum kümmern, dass wir hier weiterkommen. Ach, die erste Wachstumsstufe von Amitral ist auch schon da, aber hier wächst noch nicht. Schade halt. Aber wir können hier mal aussteigen. Habe ich den drinne? Habe ich ihn drinne? Jo, ich habe ihn drinne. So, dass wir wenigstens mal ein bisschen die Nacht überspringen. Denn so lange wollt ihr nicht warten. Ich kenne euch ja. Deshalb springen wir mal die Nacht über. Dann jetzt wird es schon mal heller. Betriebskosten. Schwer. Aber jetzt müssen wir noch warten, bis der hier komplett der Acker gewachsen ist. Aber er fährt jetzt noch seine Fuhre ab. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber jetzt auch schon mal ganz gut aus. Da können wir zeitnah mal ins Zuckerrohrgeschäft einsteigen. Zeitnah. Was heißt zeitnah? Wenn wir die Ackerfläche hier fertig haben.
Aber jetzt hier ist schon endlich mal die Wachstumsstufe beendet. Also geht es hier erstmal Vorwände schneiden angesagt. Der andere Helfer ist hier am Bodenbearbeitung zu machen. Daher braucht man jetzt nicht zu stören. Aber wir könnten ja uns langsam mal uns um den Hänger kümmern, dass wir jetzt das Silo voll bekommen. Ja, das Sinnvollste. Denn wir brauchen ja zwei Hänger zum Abfahren nachher. Vom Feld zur Zuckermühle. Aber Helfer machen wir mal rein. Er ist hier gerade. Lädt sein Führchen ab. Eine kleine Fuhre. Jetzt haben wir schon mal 13 auf dem Konto. Das passt doch schon mal ganz gut. Aber nehmen die Zeit runter. Und werden jetzt noch mal schnell shoppen gehen. Und zwar unser Anhänger. 13, das ist ja der kleine. Da passt nicht viel drauf. Hier aber auch nicht. 8, 8,5. Da müssten wir uns also noch ein bisschen Kredit nehmen. Werden wir das auch machen, bevor wir hier beenden. So, das müsste erstmal reichen. Und kaufen jetzt noch schnell einen Anhänger. Und zwar den hier, den großen. Auswählen, Standard. Jo. Wieso nur noch? Ah, das ist das Drehschirm. Aber den kann man jetzt holen. Denn die Kostenpunkt haben wir auch da. Aber den können wir mal fahren lassen. Was sagt er hier? Der grubbert noch lang hin, der trillt hier noch. Aber er ist jetzt schon halb voll. Das sieht ja schon mal gar nicht gut aus. Aber er fährt jetzt zurück. Aber wir brauchen ihn hier zum wenigstens zum Fahren für den Hänger. Aber er müsste jetzt mal wirklich ein bisschen sputen. So, dann machen wir dich mal aus. Denn wir brauchen noch so viel Zeug und haben kaum was hier auf dem All zu stehen. Als neuen Drescher bräuchten wir noch den großen Ernter. Aber daher werden wir uns demnächst drum kümmern. Der fährt jetzt noch die letzte Fuhre ab. Oder? Wir werden jetzt mit denen hochfahren. Und der den neuen Kurs aufzeichnen und dann, wenn der große fertig ist mit Drillen, werden wir endlich mal werden uns endlich mal den Anhänger schnappen, um dann zeitnah den wir zum Abfahren schicken. Da wollen wir dann hoffen, dass wir da schon einen Schwung da haben. An Zeug. Daher lassen wir jetzt mal ein bisschen grubbern. Dann nehmen wir den kleinen zum Abfahren für Silo. Jo, das ist die Idee. Aber der ist auch bald fertig hier. Unser Bester ist auch bald fertig, zum Glück. Wenn wir mal den nochmal ausschalten. Aber jetzt warten wir, bis der hier endlich oben ankommt. Und ich suche noch einen Schluck Kaffee. Aber es ist auch gleich oben zum Glück. Aber das ist jetzt der Part schon mal 5. Da steht unser Hänger. Den können wir ja theoretisch jetzt entlassen. Hängen uns jetzt den großen an.
Jo, nehmen wir ihn gleich mit. Und dann fahren wir gleich im Gespann weiter, dass wir dann hier wenigstens den mitnehmen können. Und stellen den Helfer wieder ein. Den entlassen wir nochmal. Auf Weizen steht er ja noch. Und einstellen. Lassen wir jetzt mit den Hängern auch gleich weiterfahren, denn es zieht er nämlich ihn gleich mit. Aber zu im nächsten Part mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85 LP. Tschüssi.